Wie gesagt, wir sind damit auch bald durch, zum Glück. Ein bisschen mache ich auch noch und danach. Also so lange jetzt natürlich auch nicht mehr, aber ein bisschen auf jeden Fall. Ich mal so bis 1. Eins rum schätze ich. Weil morgen streame ich dann ja auch wieder. Morgen kann ich dann sogar bis länger spät abends zocken. Weil ich am Donnerstag dann auch schlafen kann. Weil dann mein Freund den Hund wieder mitnimmt in die Firma. Also zur Arbeit. Und dann kann ich wieder aufschlafen. Da muss ich nicht um 9 Uhr raus. Beziehungsweise um 8. Meistens will sie, ja, zwischen 8 und 9 Uhr raus. Wobei sie ihre Häufchen jetzt meistens erst um 11 macht. Wo ich dann mir denke, ja, warum bin ich jetzt rausgegangen? Für 2, 3 Tropfen Pipi. Für 2, 3 Tropfen gehe ich mit dir kurz raus. Super. Wobei der Hund lässt mich echt mittlerweile super ausschlafen. Ich glaube, es hat... Ja, doch, mindestens 2, 3 Wochen ist es her. Das war kein Häufchen mehr wegmachen mussten. Ein richtig sympathischer Mensch ist jetzt. Guck mal, Son. Okay, sagt mir überhaupt nichts. Dann habe ich die in solche Naria LP kennengelernt. Da sieht man, die ist so eine positive Schwingung. Ja, so 25 Leute im Chat. Zu weit übergreifen. Gerade war klasse nett. Na, gerne. Klingt auf jeden Fall. Klingt nett. Das sind jetzt 2 Tropfen drücken, ja. Aber sie versucht echt, mich ausschlafen zu lassen. Sie jault auch nicht oder so. Also. Eine super liebe Hündin. Wobei, ja, Welpin. Sie ist ja noch nicht vollkommen ausgewachsen. Wie ein Mann! Fick dich! Oh. Diesmal mal bitte dein Schwert. Danke. Nur halt, das Trainieren ist halt sehr zeitaufwendig und zuweilen auch etwas anstrengend. Auf meinen Touren mit ihr dann im Wald versuche ich ihr jetzt immer bei Fuß beizubringen. Zeitweise klappt es. Aber sie ist halt immer noch ein Welpe. Wird bald, also 4 Monate alt. Geht auf den 5. zu. Und ja. Sie hat halt ihren eigenen Willen. Wenn sie irgendwann nicht mehr will, dann will sie nicht. Dann denkst du dir auch so, yo. Bleib locker. Dann rennst du auch immer von links nach rechts querfeld ein. Also an einer längeren Leine. Ist ja gerade Leinenpflicht. Und du denkst dir nur so, Hund, was hast du für... Was hast du für Drogen genommen? Das ist entsprechend, aber es ist sehr entspannt. 5 Monate, ja. Also fast. Ja, aber klingt nett, was du da so darüber berichtest. Bisher. Ja gut, doch, bis auf halt die 1, 2 Leute, die mich halt mehrmals jetzt schon geradet haben. Mit denen schreibe ich halt auch so manchmal. Beziehungsweise gucke ich da halt auch mal im Stream vorbei. Ansonsten halt nur einer, den ich halt auch privat kenne. Einen anderen Streamer. Der zurzeit sehr viel Kingdom Hearts zockt. Mit dem wird es bestimmt auch so das ein oder andere Projekt mal geben. Wie Borderlands oder sowas. Sein Hund habe ich heute erlebt. Da war so ein LKW vorbei und irgendwelche Deckung.
Tatsächlich ist alles interessant und musste untersucht werden. Ja. Sie ist, also wenn wir draußen sind, sie ist eigentlich auch nur dabei, quasi Zeitung zu lesen. So nennt man das ja bei Hunden. Alles abgeschnuppert, überall geguckt. Und es ist immer so niedlich, wenn sie dann Schmetterling oder ein oder so ein Vogel oder sowas entdeckt. Und sie dann am liebsten auf dieses Tier losspringen möchte. Und am liebsten mit dem Tier dann spielen möchte. Die Tiere dann allerdings Angst haben. Oder halt auch mit unseren Katzen. Der eine spielt halt super gerne mit ihr. Die anderen beiden eher weniger. Die sind jetzt aber auch nicht so die Spielkater. Aber hier ist was los teilweise. Nur wenige helfen heute noch einem Elfen. Ich möchte dich dafür belohnen, Badgar. Komm ins Lager. Wir kennen das ja nicht, ja. Eben. Für dich. Interessant wird's halt auch, wenn sie dann den Sommer und den Herbst erlebt. Das kennt sie ja noch nicht. Ich weiß so, als sie das allererste Mal Rasen entdeckt hat, wo dann hier halt der Schnee geschmolzen ist. Sie kannte halt keinen Rasen. Oh Gott, das war so niedlich. Und sie hatte Angst, auf die Rasenfläche zu treten. Weil sie ja vorher nur den Schnee kannte. Der Gewinner ist nun das erste Mal frische Stoßen. Frosche kennst du, meine ich, auch noch nicht. Ich meine, sie hat noch keine Frosche gesehen. Bin mir da jetzt aber auch nicht zu 100% sicher. Ich weiß nur, als sie das erste Mal einen Reh gesehen hat. Hier laufen bei uns öfters mal Rehe rum. Und sie erstmal so stocksteif stehen geblieben, Ohren angelegt, Schwanz hin und her gewedelt und ich dachte so, oh je. Wenn sie jetzt bellt, kriegt das Reh erstmal einen kompletten Herzinfarkt. Sie hat aber nichts gemacht. Da war sie noch nicht so in dem, oh, ich muss jetzt mal bellen. Das macht sie jetzt erst seit, ich glaube, 2 Wochen. 2, 3 Wochen, glaube ich. Dass sie jetzt anfängt, Dinge und Leute anzubellen. Dass wir dann natürlich auch, also klar darf sie bellen. Gut, das wollen wir ja auch nicht verbieten. Aber sie soll halt keine fremden Menschen anbellen. Weil ich weiß noch damals, wo ich halt klein war, ich hatte panische Angst, wenn mich ein Hund angebellt hat. Ich dachte immer, die wollen mich fressen. Nein! Nee. Waldschrat. Töten. Ich bin dabei gleich. Muss sie erstmal. Hier wieder so ein schickes Schwert. So. Wo ist er hin? Ja, warte. Ah, da. Oh, Level 20. Ja, okay, doch. Wir brauchen keine Angst haben. Okay. Waldstraßen sind kein Problem mehr für uns. Komm. Das muss ich ruhig hochhalten. Nee. Wir töten ihn nicht schnell. Der Weltschrat hat ja sowieso keine Chance mehr gegen uns. So, jetzt können wir uns aufmachen. Unsere Queste. Kurzküche, okay, bis gleich.
Der Hallo, mein kleiner Trollvogel. Renn, kleiner Geralt, renn! Lauf um dein Leben. Probier ein bisschen in die Richtung. Wie gesagt, wir können ja auch schwimmen. Haben wir einmal. Wir haben ja gerade Reis mit Thunfisch, Petersilie und Pfeffer. Klingt lecker. Ich bin schon am überlegen, was ich mir morgen mache. Weil es ist tatsächlich so richtig ungewohnt. Eigentlich habe ich bis Anfang der Woche, beziehungsweise bis Sonntag halt immer gekocht für meinen Freund und mich. Jetzt macht mein Freund allerdings eine Diät und macht sich jetzt halt immer sein Essen selber. Gut, gut für mich. Ich muss jetzt halt für mich selber nur noch kleinere Portionen machen. Das heißt, ich stehe nicht mehr so lange in der Küche. Das andere Problem ist jetzt, was esse ich immer? Weil zum Beispiel, ich mache halt auch ganz gerne, das kenne ich halt von meiner Mutter noch, eine Thunfischsoße. Also, ist halt Tomatensoße und dann mache ich halt Thunfisch immer mit rein. Und das isst mein Freund zum Beispiel nicht. Und ich kann jetzt so viele Sachen essen. Also, mein Freund ist wirklich nicht wählerisch. Der isst eigentlich alles, was ich ihm vorsetze. Aber es gibt halt so Sachen, die mag er halt nicht so sonderlich. Und da habe ich halt auch immer so drauf geachtet, dass es das halt nicht gibt. Und jetzt kann ich diese Sachen aber essen. Und jetzt weiß ich nicht, was ich wann essen soll. Das ist so schwierig. Ich habe nämlich auf alles Lust. Ich habe auf alles Lust. Und ich könnte mir jetzt überall Thunfisch reinpfeffern. Er mag keinen Thunfisch. Ich kann überall Thunfisch reinhauen. Das ist so geil. Wobei ich auch gerne wieder viel kochen würde. Das fehlt mir so ein bisschen. Diese abendliche Routine. Aber, ja. Er will seine Diät unbedingt durchziehen. Ich mache tatsächlich dann lieber Sport. Also ich weiß, dass ich selber auch einiges zu viel drauf habe. Aber ich mache tatsächlich lieber Sport. Und es weniger insgesamt, als dass ich auf meine Lieblingsgerichte verzichte. Also, gut, Schokolade bin ich sowieso kein Fan. Weingummi eigentlich auch nicht. Das sind jetzt alles so Sachen, die brauchen die auch Torte und sowas. Das brauche ich alles nicht. Aber was ich halt schon gerne mal esse, ist halt so eine Pizza. Und ganz ehrlich, auf Pizza verzichten? Nee. Oder auf Schnitzel. Ein schönes Schnitzel. Nein. Nein. Einfach nur nein. Das geht nicht. Dafür habe ich den Willen einfach nicht. Also, da mache ich lieber für mich alleine Sport, weil alleine Sport geht. Gruppensport ist Mord. Da bleibe ich bei. Gruppensport ist einfach der totale Horror. Ich könnte auch niemals mit jemandem zusammen laufen gehen. Radfahren. Nein. Im Pool schwimmen. Okay, das geht. Das mache ich. Aber alle anderen Gruppenaktivitäten? Nee. Gut, wandern mache ich auch noch gerne. Aber das geht mit meinem Freund halt nicht so gut, weil er halt Rückenprobleme hat. Und da nehme ich dann halt natürlich auch Rücksicht drauf, weil er sollte sich da nicht unnötig quälen. Aber... Nee. Auf Thunfisch verzichten. Ich könnte niemals auf Thunfisch verzichten. Ich liebe Thunfisch. Tomatensoße, Thunfisch ist total lecker. Ja, eben. Es ist so mega lecker. Eine Thunfischsucht. Ich esse den auch gerne. Also. Ja, oh, Thunfisch auf Brötchen. Dann überbacke ich mir das noch gerne. Das hilft dir nicht mehr. Ich könnte... also beim Thunfisch... Gut, ist dann halt trotzdem noch fertig, aber... Ich nehme halt bei mir immer ohne Öl... Gut, ich habe zwar auch mit Öl, aber ich nehme halt meistens auch ohne Öl, damit ich den Katzen noch was von abgeben kann. Also auch nicht viel, aber halt wirklich so, dass die so ein paar Brückchen mit abkriegen, weil Thunfischchen Öl dürfen sie halt nicht. Verständlich. Deswegen
Das ist ohne Öl. Wenn ich dann noch Öl dran haben möchte, dann kann ich mir das immer noch selber ranmachen. Wenn dann ist nicht so mein Ding. Ach doch, wenn dann finde ich schon. So schön durch die Berge. Doch, das ist schon. Aber es muss wie gesagt auch nicht jeder das gleiche mögen. Gott, wo würden wir da hinkommen, wenn alle das gleiche mögen würden? Dann wäre die Welt sowas von langweilig. Würde es vielleicht weniger Stress und Streit geben, aber ich bin froh, dass jeder was anderes mag. Okay, das ist eine kleine Katze, hätte man nicht geputzt. Also ich habe jetzt für meine Katzen tatsächlich so kleine Thunfischfilets bestellt. Aber sind halt frisch verpackt und die gehen da sowas von drauf ab. Die lieben diesen Thunfisch. Gebe ich dir natürlich nicht so oft, aber so an besonderen Tagen kriegen sie dann dieses Thunfischteil. Und dann schnurren sie immer ganz zufrieden und glücklich. So. Ja gut, wir könnten jetzt zumindest diese eine Quest machen. Von der Hauptquest noch. Ist so die Frage, wo ist das nächste? Wir kommen den aus der Büchse. Ja, die Katzen kriegen immer das Beste. Also ich glaube für meine Katzen würde ich eigentlich alles tun. Ich glaube für meine Katzen würde ich sogar von der Brücke springen. Allein für mein Dickerchen, für mein Salem. Wie gesagt, die letzten Tage waren für mich auch echt verdammt schwierig, weil ich jedes Mal gedacht habe, oh Gott, was ist, wenn mir dieser Kater wegstirbt? Nee, da mag ich gar nicht drüber nachdenken. Bin froh, dass er noch sehr, sehr oft seinen Thunfisch schlabbern kann. Ich weiß auch, dass er oben schon auf mich wartet, dass ich ins Bett komme. Er geht meistens tatsächlich nicht ins Bett, bevor ich nicht oben bin. Sind wir uns nicht schon begegnet? In Lokmoin vielleicht? Jetzt machen wir ausnahmsweise nochmal wieder Hauptquest weiter. Aber auch nur ausnahmsweise. Aber weil mir das hier gerade jetzt angezeigt wurde. Und ich Triss wiedersehen möchte. Ich liebe meine Triss. Bist du sicher, dass dir niemand gefolgt ist? Ja. Eigentlich nicht, aber ja. Fangen wir an. Beobachte die Wasseroberfläche genau. Uns darf nichts entgehen. Was ist das? Nichts. Nur ein erstes Bild. Was? Unterbrich mich nicht. Ich muss mich konzentrieren. Kommt mir bekannt vor. Ein Badehaus. Ach. Ich kenne es. Dijkstra, er hat sie. Das ist sein Badehaus. Hätte ich mir fast denken können. Ja. Das war die jüngste Vergangenheit. Bei Dijkstra kann ja alles Mögliche passieren. Gehen wir. Nicht so schnell. Das erste Bild. Was war das? Nichts. Wirklich. Red keinen Unsinn. Ich weiß, wie Hydromantie funktioniert. Das Bild ist erschienen, weil du daran gedacht hast. Es ist nur... König Tangrid hat mich gebeten, seine Hofberaterin zu werden. In Kovir. Im Leuchtturm hast du Kovir erwähnt. Jetzt verstehe ich, warum. Hast du angenommen? Nur ein Schwachkopf würde ablehnen. Tangrid hat die Magier von Anfang an unterstützt. Die Evakuierung war nur mit seiner Hilfe möglich.
Jetzt möchte er den Rat und die Kammer wieder aufleben lassen. Ich soll beidem vorstehen. Tankred kämpft einen seltsamen Kampf. Der ganze Norden macht Jagd auf Magier und er möchte den Rat wieder einführen? Die Zeiten sind hart und Tankred scheint sich als einziger zu erinnern, dass Magier eine mächtige Kraft darstellen. Und wir wissen, wie wir unsere Dankbarkeit zeigen können. Du hast es verdient. Die beste Entscheidung, die Tankred je gefällt hat. Vielen Dank. Ich hoffe, ich bin der Aufgabe gewachsen. Das bist du. Wenn du den Rat anführst, tut er hoffentlich endlich Gutes. Also, die beiden, ne? Das würde sonst, glaube ich, ein bisschen komisch klingen. Die Vision war ein Haus, kein Königshof. Das ist das Haus, das uns in Pontvanis erwartet. Wenn wir hier alles erledigt haben, die wilde Jagd besiegt ist und sich Ciri in Sicherheit befindet, würde ich dort gerne mit dir zusammen wohnen. Du könntest ablehnen. Sieht aus, als hättest du schon alles geplant. Ist aber auch übertrieben, Rotara. Ganz ehrlich, ich möchte diese Haare haben. Ich möchte wirklich diese Haare haben. Wobei, bei ihren Haaren vielleicht noch so ein Stich orange. Also, ich nicht komplett rot, sondern dann halt auch so einen leichten Orangestich mit drin. Vor allem diese Mischung aus Rot und Grün bei ihr. Und dann das Blau noch. Später erzähle ich dir mehr. Jetzt müssen wir erst Philippa finden. Hm. Gut. Du bist ein knalliges Rot. Ja. Na los. Aber wie gesagt, halt noch mehr ins Orange mit rein. Also ja, so rot-orange. Also ich habe jetzt erst leicht orange hatte ich jetzt gefärbt. Also so. Oh Gott, wie heißt die Farbe? Hoffentlich kommen wir rechtzeitig. Nee, Bronze war das nicht. Ich weiß nicht genau, was da auf der Packung stand. Auf jeden Fall hatte ich jetzt gerade erst gefärbt. Problem ist, die Farbe ist einfach scheiße. Und man sieht das halt gar nicht mehr. Also klar, hier unten sieht man es halt noch so ein bisschen, aber die Kräftige ist halt jetzt schon raus. Und es ist gerade mal vielleicht einen Monat her. Sonst bei normaler, also bei eigentlicher Farbe, hält das halt bei mir eigentlich relativ lange. Das heißt, ich werde beim nächsten Mal doch ein bisschen mehr Geld ausgeben für eine etwas bessere Farbe, damit das länger hält. So, mal gucken. Bitte nur stehen lassen. Du hattest recht. Das können die Frauen aber gut. Ergib dich! Das hier ist ein Labyrinth, Hexe. Du wirst niemals rausfinden. Ja, siehst du dann in der Endszene dann? Wenn ich wieder in das Chatting bin. Ja, was heißt das? Das Chatting, aber in der Szene wieder drin bin. Dann siehst du mich ein bisschen größer. Oh nein, nein, nein. Aber wie gesagt, man sieht halt leider überhaupt nichts mehr. Wir gehen zusammen. Auf keinen Fall. Schon gut, Geralt. Ich bleibe. Falls sie auf diesem Weg fliehen möchte. Bin gleich wieder zurück. Verdammt, sie hat sie verzaubert. Hui. Ja. Aber wie gesagt, halt nicht so direkt ihr Rot, sondern halt wirklich so. Ein Rot-Orange. Also wirklich nicht direkt ihr Rot, sondern so eine Mischung. Weil komplett Rot hatte ich tatsächlich mal. Ich weiß noch, ich wurde tatsächlich früher wegen meiner roten Haare, die ich mir gefärbt hatte, wurde ich tatsächlich auch gemobbt. Wurde immer Rotkur genannt. Das hat sich in der Grundschule verbreitet und das hat sich dann auch noch in der weiterführenden Schule verbreitet. Das war ganz toll. Philippa! Deswegen habe ich mir jahrelang dann keine Haare mehr gefärbt. Und als ich dann etwas mehr
Mut hatte, sag ich mal, habe ich dann gesagt, gut, okay, komm, färbst dir die Haare, ist mir scheißegal. Butter und keine Flinte, ja. Hallo Bart. Wo hast du Lisa gelassen? Extra nicht vorbei. Schöner Vogel sagen nein. Verdammt, sie hat ihn auch verzaubert. Sie ist verletzt. Hast du das nicht gesehen? Ich will ihr helfen. Vogel sagen niemand vorbei. Ich will ihn nicht verletzen. Bart niemand vorbeilassen. Ich will Bart nicht verletzen. Hast du schon mal Bauchschmerzen gehabt? Schmerzen? Ja, Bart einmal alter Ertrunkener essen. Ihr Bauch tut ihr so weh, als hätte sie 100 alte Ertrunkene gegessen. Bart nicht wollen. Ertrunkener Schlimmschmerzen. Mhm. Ganz, ganz schlimme Schmerzen. Lass mich durch. Ich kann ihr helfen. Ja. Bart dich lassen. Ich mag Bart. Hexer, mag eigentlich keine Rolle. Dein Dingens Typen. Sicher. Aber der ist cool. Philippa. Lass uns reden. Ich will dir nichts tun. Ich werde dir nichts tun. Das habe ich gerade gesagt. Muss er mir immer das Wort aus dem Mund nehmen? Ich habe es mir irgendwie anders vorgestellt, ne? Ich will dir helfen. Verzeih mir, aber irgendwie glaube ich dir das nicht. Das stimmt. Aber ganz ehrlich, ich habe mir die echt anders vorgestellt. Mit ein bisschen mehr... Das kann doch nicht wahr sein. Hep. Also so... Etwas... mehr sexy. Also sie sieht nicht schlecht aus, aber... Ich hasse es, wenn ich von irgendwelchen komischen elektrischen Dingern verfolgt werde. Diese Zöpfe. Bleib doch mal. Um dich zu winden. Wenn ich dich umbringen wollte, wärst du schon lange tot. Stimmt. Was willst du? Mich foltern? Den anderen dabei zusehen? Ich brauche deine Hilfe. Wenn du lügst, werde ich... Ruhig, das habe ich nicht vor. Triss wartet draußen, sie erklärt dir alles. Stimmt, hatten wir Philippa nicht im zweiten gesehen? Tut mir sehr leid. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Aber die Dame kommt mit mir. Dijkstra, mir kommt das so vor, als wäre der zweite so lange her. Ich will keinen Streit mit dir, Geralt. Aber Phil und ich haben einiges zu besprechen. Erinnerst du dich an die Meuchelmörder, die du auf mich angesetzt hast, Phil? Ein schwerer Fehler. Ah, stimmt. Sowas regelt man persönlich. Und das werde ich dir jetzt zeigen. Du wirst ihr gar nichts zeigen. Ich brauche sie. Das ist mir scheißegal. Ich habe so lange darauf gewartet. Tut mir leid. Nein. Außerdem interessieren mich deine Pläne so wie das Wetter in Mahakam. Philippa wird mit mir kommen und für ihre Nettigkeiten bezahlen. Ich weiß nicht, ob du wusstest Informationen schon immer zu schätzen, Dijkstra. Darum glaube ich nicht, dass du mir etwas sagen kannst, das ich noch nicht weiß. Der Kaiser von Nilfgaard hat die Handelsgesellschaft nicht unter seine Kontrolle gebracht. Seine Gegner treten ihm in den Arsch, was? Die weiße Flamme wird wohl nicht mehr lange auf den Grabhügeln der Feinde tanzen. Seine Tochter ist zurück. Der Kaiser will abdanken und ihr den Thron überlassen. Cirilla! Unmöglich. Das
Das könnte den Kriegsverlauf wenden. Ich weiß nicht, ob das wirklich immer... Also, du irrst dich nicht. Ob das Naturfarbe ist oder nicht. Ich kenne tatsächlich auch welche. Bei mir ist es halt eher so, dass ich Frauen, die schwarze Haare haben, zum Beispiel, dass ich mit denen halt überhaupt nicht klarkomme, ist eigentlich totaler Schwachsinn, weil es hat mit der Haarfarbe ja nichts zu tun. Es sind halt immer so, ja, ich weiß nicht, Vorteile. Bei mir wurde halt früher ja auch immer gesagt, rot ist das die Farbe der Hexen. So, wo ich mir dann auch gedacht habe, Alter, leben im 21. Jahrhundert. Hexen, wollt ihr eine Hexenverbrennung starten? Bitte, macht. Legt mich gerne auf den Scheiterhaufen. Finden eure Eltern bestimmt ganz toll, wenn ihr plötzlich ein Kind auf den Scheiterhaufen werft. Ganz ehrlich, ich hätte das echt gern gesehen. Aber wahrscheinlich hätten sie mir einfach nur die Haare angezündet. Wobei, dann hätten wir sie anzeigen können. Wobei, na, Kinder anzeigen bringt ja nichts. Ging ja nur links und rechts wahrscheinlich eine geballert. Ich möchte gar nicht wissen, wie die Jugend oder die Kinder von heute überhaupt drauf sind. Mir haben die damals schon gereicht. Zu meiner Zeit. Ja, aber dieses Rot, das wäre echt. Wäre echt geil. Aber ich muss halt erstmal die passende Farbe finden. Wie gesagt, ich möchte eigentlich, wie gesagt, eher dieses ins Orange als ins Rote. Aber ich glaube, das kriege ich nur beim Friseur hin. Und ich glaube auch nur, wenn ich meine Haare blondieren lasse. Und das möchte ich nicht. Ich möchte meine Haare nicht blond färben lassen vorher. Nie und nimmer werden die blond. Der Kaiser hat es mir selbst gesagt. Erstens habe ich dann komplett kaputte Haare. Aus erster Hand. Und zweitens habe ich das Ding blond. Seiner Tochter geht, also das bei mir selber, nicht bei anderen. Du hast keine Ahnung, wie wichtig diese Information ist. Ein Wechsel auf dem kaiserlichen Thron. Jetzt wird das könnte den Krieg beenden. Ja, auch kaputt. Radovid dürfte entzückt. Ja, ach, immer diese ganzen Vorteile. Ist doch scheißegal, ob man mehr da sein, der Deutsch, Italienisch, Französisch, Türkisch. Unseres verdammten misslungenen Plans. Ist du hast doch nicht sowas von egal. Dass du es schaffst. Wenn es passt, dann passt es. Da haben Eltern, Freunde, andere nicht mit reinzureden. Verstehe ich dich recht? Da gehen so viele Beziehungen dran kaputt, wenn Familie, Verwandten immer mit reinreden. Ich bin beeindruckt. Hab schon bezweifelt, dass du es noch drauf hast. Leider hat Radovid Zuflucht auf seinem Schiff gesucht, wie du wohl weißt. Er wird so gut bewacht, dass ich nicht staunen würde, wenn er sogar das Bett mit zwei Wachen teilt. Du weißt zu viel, Phil. Noch ein Grund, warum du sterbst. Nein. Vielleicht solltest du sie mal anhören. Ich schätze, Philippa verachtet Radovid mindestens so sehr wie du. Alle verachten mittlerweile Radovid. Ich bin froh, dass außer mir auf die Idee gekommen ist, die Welt von diesen Degenerierten zu befreien. Spar dir dein Lob für andere. Wobei ich eigentlich, rein theoretisch habe ich tatsächlich nichts gegen Radovid. Die Radovid von seinem Boot holen können. Hier und mich. Du würdest als Köder herhalten? Es dürfte dir wohl schwer fallen, hier dafür zu gewinnen. Wohl kaum. Geralt, ich würde dieser Schlampe nicht mal mein Frühstücksei anvertrauen. Zu Recht. Mit Eiern kann ich gar nicht. Aber bedenke, Radovid hört, dass du mich geschnappt hast. Wird er da nicht jede Vorsicht in den Wind schlagen? Wird er die Gelegenheit nicht nutzen, mich zu töten? Selbst eigenhändig? Doch. Nicht in Frage. Geralt, bring sie hier weg, bevor mir der Sack platzt. Und dann müssen wir uns treffen. Mit unseren Freunden. Ich habe ein Lagerhaus am Hafen gemietet. Du musst Leute. Naja, wir haben sie rausgekriegt. Entschuldigt die Verspätung, aber ich hatte mit den Wachen zu tun. Hallo, Triss. Also, falls ich jemals wieder meine normale Figur, also meine Figur haben möchte, mache ich ein Triss-Cosplay. Kommt ihr klar? Dazu. Ja, danke für deine Hilfe. Falls es jemals nach Corona ein Community-Treffen geben sollte. Ne? Falls. Man weiß es ja nicht. Also, dass ich halt, wenn ich irgendwann mal eine Normalfigur habe, dass ich dann halt dazu ein Triss-Cosplay mache zu dem Outfit, was sie da gerade trägt. Getragen hat. Sofern es jemals wieder zu einem Community-Treffen
treffen kommen würde. Sollte. Nach Corona. Während Corona vielleicht sogar. Keine Ahnung. So, ich neige dazu. Das hier will ich noch nicht machen. Das hier. Aber wir haben das doch. Jeder Kasse. Oh Mann. Bin ein, um die Ladung zu finden. Na gut, aber haben wir die Notiz nicht schon gelesen? Hat doch jetzt alles gelesen. Oder... Ach, oder die hier. Ja, okay, die war's. Deshalb war ich abgelenkt. Ah, ich verstehe. Ich verstehe. So, wo ist... Ja, klar, da unten waren wir doch gerade erst. Und wo ist das hier? Da hinten. Okay. Dann machen wir das erstmal wieder, bevor wir nach Kermor hingehen. Und da dann nochmal Sachen machen. Wobei ich glaube, Kermor werden wir heute nicht mehr schaffen. Ich werde halt, wie gesagt, nur noch jetzt so mein Getränk hier austrinken. Und dann so langsam dahin verschwinden. Du wirst das Kostüm von Triss tragen, das war mutig. Ich will dich nicht vom Tisch verstehen. Das wird aber dauern, bis ich in das Kostüm reinpassen würde. Zurzeit ist meine Figur alles andere als zierlich. Aber ich komme da mittlerweile wunderbar mit klar. Klar stört es mich irgendwo, aber da es größtenteils selbst verschuldet ist und ich ja gerade Sport mache und ich mir jetzt auch fest vorgenommen habe, kein Bier mehr zu trinken, sollte das irgendwann wieder möglich sein. Da reinpassen. Mit viel Willen, Mucke, Spucke, Heiterkeit. Wie meine Großmutter sagen würde. Meine Großmutter, die Meisterin der Sprichwörter. Hallo! So, jetzt brauche ich tatsächlich mal die Hexe sehen, ne? Na, war klar. So. Nein, nein, nein. Bitte. Auch mal wieder auftauchen. Ist gerade die Frage, so 2 von 4 haben wir. Hier ist jetzt nichts mehr. Da hinten ist auch... Oh Gott sei Dank bin ich im Wasser gelandet. Ja, aber ich würde echt gern mal Cosplay machen. Ich hatte mir jetzt... Ist aber schon länger her. Also vor 2 Monaten hatte ich mir meine allererste Perücke tatsächlich mal bestellt. Und vor 1 Monat meine zweite, die heute angekommen ist. Nach über 1 Monat. Über 1 Monat warten. Da dachte ich mir auch noch so, jo, schön. Die ich wahrscheinlich allerdings erst morgen anprobieren werde. Bin gespannt. Bin echt aufgeregt. Ich will wissen, wie die Perücke ist. Nur ein Kostüm mangelt es halt noch, weil, ne? Figurmäßig passe ich ja nirgendwo rein.
Und da ich das erst machen möchte, wenn alles passt, warte ich damit doch. Falls ich dann irgendwann mal irgendwelche Treffen veranstalten kann oder zur Gamescom gehen kann. Oder. Sehe ich sowas an. Mein Freund wird dann auch noch genötigt. Er weiß doch nichts von seinem Glück. Wobei eigentlich, er verkleidet sich eigentlich gerne. Sogar zu Halloween letztes Jahr. Also da haben wir allein gefeiert, aber selbst zu Halloween hat er sich verkleidet. Da bin ich als Vampirin gegangen und er als Überlebende einer Zombie- oder allgemeinen Katastrophen-Apokalypse. Sah echt cool aus. Ich weiß gar nicht. Er hat sich dann irgendwie aus so einem Narben selber gemacht. Das sah teilweise sowas von ekelhaft aus, so als wenn hier wirklich so die Haut aufgeplatzt wäre und alles voller Eiter wäre. Und, oh, das sah so ekelhaft aus. Oh, ich mir graut's da immer noch vor. Ich bin ständig auf das Glaube von anderen hören. Was ich wissen soll. Ja. Also, das ist halt wirklich das Schlimme an der heutigen. Sag mal was? Was?